Hallo und herzlich willkommen an der neuen Folge LS22 Building Challenge, mein Lieben. Der Herr Althaus ist auch noch am Start. Hallo. Und wir sind hier immer noch gemeinsam am twerken und worken. Twerken? Genau. Ich mache jetzt nur hier die Outline, damit der Herr Althaus hier nichts falsch machen kann und mir in den Weg reinhackt. Achso, ja. Und dann macht er hier hoffentlich weiter. Ja. Boah. Boah. Millimeterarbeit hier bei dir, du. Hä? Ist aber Millimeterarbeit hier bei dir. Ja, das ist katastrophal. So, dann möchte ich noch ein bisschen. Also, du siehst ja, es ist ja nur das, was gerade kein Feld ist. Ja, ne? Der Rest, ja. Den Rest kriegst du mit dem Tiefenlockerer. Achso, brauchen wir ja nicht. Ja, okay. Beziehungsweise doch, wenn du mal die Karte aufmachst. Ja. Feld, das untere Feld 8 muss. Siehst du die Steine? Ja, warte. Da sind gelbe Steine so. Ja. Ja. Das heißt, wir müssen das komplett tiefenlockern, das Feld. Achso, mhm. Dass ich mal die Steine da wegbekomme. Ich verstehe, ja. Gibt's wieder Mecker vom LU und 10% Strafe. Was, echt? Ja, wenn du die Steine nicht einsammelst, bezahlst du 10% Aufschlag. Hast du Steine? Nö. Ich glaube, hab die immer bei mir sammeln lassen. Passt ja. Aber halt Herrn Ferser zum Beispiel nicht. So, und dann gehen die ganze Zeit die Maschinen von den Landwirten kaputt, von den Melun kaputt und dann, alles klar. Ja. Haben sie sich gedacht, jo, dann gönnen wir uns mal. So. Kannst weitermachen. Ja, alles klar. Hä? Hab ein bisschen verkackt. Oh. Ja, da mach ich Wiese draus. So. Ja. Bitteschön. Alles klar. Gut, ich vertiefe mich mal hier in die Arbeit, ne, wenn man die ist, sag Bescheid. Mach ich. Alles klar, bis später. Bis dann. So, dann machen wir das mal hier für den Ferser, ne? Ach, für die Schneegans. Dann werden wir nachher mal die Steine sammeln. Wie lange geht das Projekt eigentlich noch? Weiß ich nicht ganz genau. Aber die nächsten Projekte sind schon in der Pipeline, also kann es nicht mehr allzu lange gehen. Wochen. Hi Homi, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Geht's in unseren Egon? Ich habe heute gelesen, ihm geht's nicht so gut. Fieber und Grippe und so. Hoffe, nicht allzu schlimm. Was haltet ihr denn davon? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns in Niedersachsen ist die Maskenpflicht weg. Ja, da kann ja jeder selber entscheiden, ob er die weitertragen will.
Also, ich hatte die ganze Zeit nichts gegen die Maskenpflicht, aber 8 Stunden auf Arbeit mit so einer FFP2-Maske, boah, ey, das geht nachher irgendwie, weiß ich nicht, ey, echt nervig nachher. Also, ich trage keine FFP2, ich trage die ganz normalen medizinischen Masken. Die trage ich auch weiter, ja. Aber die FFP2, die kannst du 8 Stunden lang nicht auf der Fresse haben, ey. Also, ich zumindest nicht. Ich weiß nicht. Hallo? Moin, moin, du sag mal, Tino, Ja. könnte ich einen deinen LU-Mitarbeiter benutzen, solange wie du ihn nicht brauchst? Ich möchte was ansehen, was sehr zeitaufwendig ist und ja. Warst aber gerade ziemlich gemein zu mir. Warum bist du so leise? Oh, Entschuldigung, ich saß ein bisschen weiter weg im Traktor, nicht so Also, genau pass im Kopf. auf, das brauchen wir ja gar nicht auswerten, da waren wir beide ein bisschen gemein. Ja, klar, nein, alles gut. Nee, Aber ich fand es kannst. sehr witzig. Ja, ich fand's auch lustig. Nein, alles gut. Ja. Kannst du den Lu-Mitarbeiter ruhig benutzen? Kein Problem. Ich brauche ihn eh gerade nicht. Alles gut. Ja, wenn du was brauchst oder so, bei mir sag Bescheid, ne? Ja, klar, wie immer. Ich habe auch einen großen Mulcher übrigens, einen mit richtig fett Arbeitsbreite. Oh, das ist sehr gut. Na? Nee, alles gut. Kannst du benutzen. Kein Problem. Soll ich Alles klar. bei Melu anrufen oder? Nee, ich sag dir Bescheid. Könnte sein, dass sie nochmal bei dir nachfragen, Ja, aber ich ja. sag dir jetzt erstmal Bescheid, ne? Ja, alles klar. Gut, danke dir. Ciao, Jo, ciao. bitte, tschüss. Ich komme aus der Region Emsland, also nah an der ostfriesischen Grenze, ziemlich weit oben im Norden. Grenze zu Holland, also Emsland halt. Also Holland ist von uns mit dem Auto 20 Minuten entfernt, nicht mal. Also nach Holland kann ich rüberspucken. Nein, kann er nicht. Skorpion. Den gönne ich gar nichts da. Kloppenburg, ja klar, ist doch gar nicht so weit weg hier. Das ist doch. Yo, Tino. Ja. Hast du deine Lula noch frei? Nee, habe ich gerade den Ferser gegeben. Was?
Ja, der hatte mich du gerade. Du arbeitest mit dem Feind zusammen? Feind. Ja, so ein bisschen, ne? Er hatte mich lieb gefragt und ja, ich benutze auch seine Maschinen, den großen Mulcher und sowas alles, deswegen. Ich hab doch hier einen großen Mulcher. Verdammt. Ja. Den hätten wir jetzt walzen lassen können. Das stimmt. Als wohl. Unterstützung noch. Ja, also wenn ich ihn brauche, dann hole ich ihn mir. So ist es nicht. Außerplanmäßig beendet, Ziel nicht erreicht. F11F. Warte mal. Wir hatten hier wieder Helfer F? Helfer F? Wer ist ein Helfer F? Ach nö, alles gut. Meine Helfer sind alle da, was sie sein sollen. Was soll der LU ja, weil ich hab jetzt, dass wir vor der Nacht fertig werden, habe ich jetzt das LU noch bestellt zum zusätzlichen Ansäen. Ja. Und dann könnten wir, du hast zwar eine Walze da, aber es ist ja auch gut und schön, aber ich weiß nicht, ob wir das zeitlich schaffen alleine. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass du das LU noch beauftragst, mit einer Walze noch zusätzlich zu kommen. Ja, dann mache ich das. Dann muss ich den wir müssen ja absagen. Ja, wir müssen ja vor der Nacht gesät und gewalzt haben, sonst haben wir ein Problem. Ja. Also aber du weißt, dass ich noch auch noch zwei Helfer überhaupt, ne? Ach so, ja, aber wir haben keine Walze, eine zweite. Na, das stimmt wohl, scheiße, ja. Ja, dann ziehe ich ihn ab, gar kein Problem. Ich rufe der Lu an, sag, die sollen, welche Felder willst du gewalzt haben? Müssen wir dann sehen, die sollen erstmal hochkommen. Ja, alles klar. Es ist noch ein bisschen unklar, was wir jetzt brauchen und was nicht. Ja. Mach ich. Jo. Ich rufe an. Jo. Bis gleich. Bis gleich. Ja, hallo. Ja, moin, ich bin's. Hi. Du, sag mal, hast du vielleicht noch eine Walze? Ja. Könnte ich die haben? Ja. Ah, super, weil dann bräuchte ich den LU-Mitarbeiter doch nicht. Nö, nee, kannst du ja holen. Die steht bei mir auf dem Hof unter dem großen Schleppdach. Hol ich ab. No, kein Thema. Jo, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Geht ja auch. Ist dann günstiger sogar. Dann nehmen wir jetzt seine Walze, die ich jetzt hole. Dann sage ich der Schnee ganz Bescheid. Ja. Ich krieg Zahnschmerzen, Digga. Putzt ihr euch dreimal täglich die Zähne? Ich zweimal, morgens und abends. So mittags schaffe ich gar nicht auf der Arbeit. Oder nehmt ihr auf der Arbeit Zahnbürste mit? Wird immer schlimmer, ey. Ich muss gleich mal eine Schmerztablette nehmen.
Ja, scheiße, ich bin an seiner Haustür vorbeigefahren. Ja, Tatsache, ja. Ich hab wirklich was Hartes gegessen, ja. Ich weiß nicht, ey. Gleich mal gucken, ey. Wo? Oh. Das wäre jetzt noch Mist gewesen, wenn ich den da reingefahren wäre. Ich hoffe, dass es morgen vorbei ist. Ja, tue ich schon die ganze Zeit, ich finde aber nichts. Ach, CBD, ich muss das Video noch über das CBD machen. Oh nein, danke, dass du das sagst, ey. Hätte ich fast vergessen. Wo ist denn jetzt mein... Ach, da. Jo, was machst du? Jetzt habe ich mich auch erschrocken. ich warte auf den Deutz, dann würde ich hier das Feld jetzt anwalzen. Unten wird jetzt gewalzt, wo gerade angesät wird. Okay, ja. Und dann würde ich jetzt aber das... Mit welcher Walze denn? Ich habe eine Walze von Althaus, von Ferser besorgt. Du hast ihm den Helfer geklaut und hast ihm den... du hast gesagt, ja, entweder du gibst mir die Walze oder den Helfer, oder was? Ich habe ihn gefragt, ob der eine Walze hat. Und dann hat er gesagt, ja. Weil sonst hätte ich gesagt, ich brauche meinen LU-Mitarbeiter. Okay. Diplomat. Achso, warte mal. Ja? Walz noch mal bitte den äußeren Streifen mit dem was da steht mit dem Grün. Das Feld ist noch nicht ganz fertig. Der linke Streifen fehlt noch. Siehst du das? Warte mal, welchen? Ach da. Mhm. Von der 8 und 9. Das linke Ende fehlt noch mit
Mit Mulchen. Ach ja, ja, ich sehe es, ich sehe es, ja. Hm? Weil der mit seiner riesen Seemaschine wird ja ziemlich schnell dort sein wahrscheinlich. Ja. Ja, das ist wirklich noch nicht. Die stand, glaube ich, da unten beim Honigtopf da, ne? Ja, genau, ja. Beim Tropfen im Kessel. Ja, hast du gesehen? Ja. Da gab es einen Film, da fand ich sogar sehr interessant, hab mir sogar schon den zweiten Trailer davon reingezogen. Dumbledores Geheimnisse? Ja, das ist der dritte Teil von den neuen. Ah, okay. Keine Ahnung, die anderen habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Hier, wie heißt das? Fantastische Tierwesen, ja, genau. War der erste und Grindelwalds Verbrechen, glaube ich, der zweite. Ah. Und jetzt halt Dumbledores Geheimnisse. Warte mal, was soll ich jetzt... Du sollst die grüne Walze nehmen und den linken Teil des Feldes noch hochfahren. Da ist er nicht fertig. Wo jetzt blau ist, ne? Ja. Warte mal, ist das blau? Ach ja, muss gewalzt werden. Wo noch ja. Lila ist das? Ja, quasi. Ja, ja. Nee, blau, du hast recht, ja. Nee. Ja, bei mir ist das gedüngt, deswegen meinte ich blau. Ich weiß, was du meinst, ich bin dran. Ja, ja, ja. Das ist ja das Einzige, was noch nicht gelb ist, ja. Also genau. Das, was nicht gelb ist, muss noch gelb werden, ne? So, bin dran. So, was ist mit... Casio hat auch noch nicht geschrieben. Ist schon wieder soweit? Och, leg mich am Arsch. Ja. Die Zeit vergeht einfach viel zu schnell. Jo. Das stimmt wohl so. Und wie läuft's mit deinem OnlyFans-Account? Ich muss sagen, seitdem ich mich auch untenrum gezeigt habe, besser. Oh, super. Ich hab's doch gesagt, ja. Alter, du musst das Ding zeigen, sonst... Sonst wird's nicht. Ja, ja. Ich habe mir auch total umsonst Gedanken gemacht, ganz ehrlich. Ich dachte ja so, boah, ich krieg voll den Hate und so. Aber die haben alle gesagt, Alter, das ist ein echt schöner Fuß. Ja, freut mich. Das läuft ja bei dir. So. Gucken wir nochmal eben, nicht, dass wir irgendwo noch was vergessen haben. Aber dürfte eigentlich nicht. Wir schauen nochmal. Ne, dann haben wir alles. Sehr gut, dann räum den vom Feld. Räum mal bitte den Streuer auch vom Feld. Nicht, ja. Dass das Elu gleich abkotzt. Und dann... Kannst du, was wolltest du machen? Walzen, genau, ja. Wo soll ich die hinpacken, den Mulcher? Einfach irgendwo hin, ist egal. Okay. Wo räume ich auf, wenn ich fertig bin? Gut, ich stelle ihn aber mal hier an die Seite, damit er gar nicht im Weg steht. Ja. Dass wir das Ding noch 7-mal anfassen müssen. Das sind wir eigentlich gut dabei, oder? Das kriegen wir doch wohl noch hin bis morgen. Müsste eigentlich. Es ist jetzt 19 Uhr. Ja, das... Müsste eigentlich klappen. Ja, morgen direkt zum Start weitermachen. Dann die Zeit noch schön rausprügeln. Ich meine, du hast ja auch ewig noch angesät oder was weiß ich, was du da noch gemacht hast vom Spulen. Ach so, ja genau, ja. Falls das Debatte wird. Ja. Ja, genau. Okay, du wolltest jetzt hier an, das passt, dann ist das ja eh schon fertig, das Feld. Ach nee, scheiße. Was denn? Riegeln nicht oder so, oder wir müssen es dann noch spritzen. Ich musste auch zwei Felder spritzen. Das. Aber nach, man kann auch noch nach dem Walzen spritzen, gell? Ja, du kannst auch nach der, nach dem Walzen auch noch nach striegeln. Dem Keim. Nach dem Keim auch noch striegeln, ja. Nach dem Walzen kannst du auch noch striegeln? Ja. Also wir hatten das bei mir und dann stand da Anker oder sowas. Da haben die ja extra eine neue Maschine für geholt, dann die Jungs bei mir und damit ging's dann. Okay.
Also das ist noch möglich, ja. So, Walzen beginnt. Ziehen wir die Zeit noch ein bisschen raus, warten wir noch, bis der letzte Stopp schreibt. Der Verser. Ja. Ich helfe hier schon mal dem LU. Das sieht nur so aus, als würde das nicht mitwalzen manchmal. Ah, okay. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du kurz einen aussteigen, E drücken, dann das jetzt ist. Ja, gute Nacht, Eddie. Oh, bist du krank? Jo. Oh nee. War nervig. Gut. Er zieht gut durch mit seiner Walze hier, der Helfer. Ja? Ich hab mir Sorgen gemacht, um ehrlich zu sein. Kleine Fan mit dieser Riesenwalze da. Ohne Scheiße. Das Ansehen mit dem LU ist ja auch bald fertig, dann könnt ihr ja noch mit walzen, dann sind wir auf jeden Fall safe. Ja. Pritzen dauert ja eh nicht lang. Nö. Beziehungsweise wenn du sagst, dass man nach dem Walzen noch striegeln kann, weil striegeln ist halt billiger als spritzen, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ja, und wenn... Ja. Ich hab ja sowieso auch noch eine Pflanzenschutzspritze. Ja. Im Falle des Falles. Vielleicht noch Kühe kaufen. Ah, wobei, das mache ich morgen. Ja, Kühe kaufen mache ich auch morgen. Wir sind schon 7 Minuten drüber. Oh. Machst du auch Fleischkühe oder was? Milchkühe. Milchkühe, okay. Ja, dann wäre es ja sinnvoll, die heute zu kaufen, also vorm Spulen noch zu kaufen. Ja, aber jetzt habe ich erstmal die, ja. Kaufst du dir direkt fertige, oder? Ich gehe davon aus, ja. Bei den Hühnern habe ich das genauso gemacht. Da gibt es auch unfertige? Ja, für $5 und für $50. Also für $5 sind die noch ganz klein und $50 schon, glaube, 8 oder 9 Monate. Was? Ah, das Feld geht hier ratzfatz fertig, Alter. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Soll der LU-Mitarbeiter gleich direkt den Striegel holen, wenn er fertig ist? Macht doch direkt schon Folgeauftrag. Und dann fahre ich gleich mit dem Helfer dann rüber auf das Feld und walzen da an. Also das müssten wir, glaube ich, noch hinkriegen. Ja. Ja, das sollte klappen. Warte mal, das machen wir gleich. Der Herr Klarstein ist weg. Ah, wir sind jetzt mal eine halbe Stunde. Ich mache jetzt Feierabend. Aber meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei. Ich verabschiede mich. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das Däumchen nicht vergessen. Schaut bei Milo vorbei. Und in dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.